Ja, hallihallo, ich bin der GameDeman und ich begrüße euch auf CloudPlay. Momentan ist ja das Xbox Demo Game Fest oder ID at Xbox Game Fest. Und da gibt es eine Menge Demos und da ist mir The Wandering Village über den Weg gelaufen. Ich habe übrigens rausgefunden, dass das ab dem 20. glaube ich, am 20.07. auch in den Early Access oder in die Game Preview, so wie es auf der Xbox heißt, auf die Xbox kommt und dann auch später im Game Pass released wird. Ob das jetzt schon am 20. im Game Pass landet, keine Ahnung, aber die Demo ist auf jeden Fall verfügbar und das hat mich wirklich etwas überrascht, das Ding. Das ist nämlich wirklich eine richtig, richtig, richtig niedliche, coole Aufbaustrategie. Ja, was ist das? Survival-Simulation. Aber ich würde sagen, wir hauen da jetzt einfach mal voll rein und spielen das Ding an. So, ich habe schon mal ein bisschen gespielt und deswegen machen wir jetzt hier einfach mal Neuland. Neuling. Veteran geht scheinbar erst, wenn man da mal ein bisschen gespielt hat. Oder es kann natürlich sein, dass das in der Demo einfach nicht geht. Wir machen mal, wie gesagt, Neuling. So. Neuer Spielstand. Oh, eigentlich brauchen wir keinen Spielstand. Machen wir einfach mal so. Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. So, ja, kurzer kleiner Trailer zum Einstieg. Es ist eine postapokalyptische Welt, die ist ja kaputt und alles von irgendwelchen giftigen Geschichten, Pilzen, was weiß ich. Ist das, ist die Welt, oder wollen wir es mal ein bisschen kürzer, wo kann man hier, stopp, ja jetzt, haben wir mal Pause gemacht. Ist die Welt heimgesucht und eigentlich unbewohnbar und der Kniff dabei ist, wir können jetzt mit unseren paar Siedlern, die wir hier haben, oder unsere Überleben, die man hier haben, eine neue Welt aufbauen und zwar auf einen, wenn wir mal raus, zack, auf einen Onbu, so heißt nämlich dieses Tier, was da so gerade schläft. Das ist ganz cool, man sieht man da oben ja auf dem, ist die kleine Welt oder die kleine Insel. Und da kann man schön drauf siedeln, so ein bisschen im, ja wirklich im Siedlerstil, so mit einem Wuselfaktor. Ziemlich cool, muss ich sagen. Und ja, man kann sogar noch ein Stückchen weiter raus und dann sieht man gleich, wie die Welt so aussieht. Da, ja. Und auf der Welt sind verschiedene Punkte, die man auch besuchen kann, wenn man denn dann Expeditionen und sowas startet. Das Ganze erinnert auch so ein bisschen an andere Games. Also Survival ist ja gerade durchaus eine beliebte Geschichte. Ich muss gerade mal gucken, ich komme mich gerade echt nicht auf diesen. Genau. Es erinnert mich auch so ein bisschen an Endzone. Das ist ja gerade bei den Strategen mit im Podcast gewesen. Also auch der, ich glaube, der Entwickler, CEO, ich weiß gar nicht ganz genau, ob was da jetzt vom Dings ist. Ich glaube, ein Entwickler davon. Cooler Podcast, hört da mal rein. Also ist absolut zu empfehlen. Auf jeden Fall erinnert mich das ein bisschen daran. Es ist weniger ernst, sage ich jetzt mal. Auch man sieht mir ja an dieser doch schon knuffigeren Grafik. Aber nicht weniger hart. Ne? Also man hat schon so Überlebensaspekte und sowas. Und der Unbu ist dann schon noch so ein Punkt, was die ganze Sache dann auch nochmal interessant macht. Also es ist, muss ich sagen, hat mich ein bisschen gecatcht, das Game. Bin ja mal gespannt. Also wie das dann später aussieht, weiß ich noch nicht. Ich habe nämlich nur kurz reingespielt. Aber als erstes machen wir eins. Wir
bauen nämlich ein bisschen was. Und zwar erst ein paar Zelte. Ne? Unterkunft für Dorfbewohner steigert Produktivität und Schutz vor giftiger Luft. Giftige Luft, wie gesagt, Welt kaputt, viele giftige Luft und sowas und die Leute werden krank und so. Ja, wieder so ein kleines Paralleldings zu Endzone. Da ist natürlich Strahlung und so, ne? Also, ja. So, wo bauen wir das mal hin? Mal ein bisschen. Ah, das mal hier hin. So. Und bauen da jetzt hier einfach mal ein paar Hütchen hin. So. So. Zack. Ja, machen wir jetzt hin. So. Zack. So. Und dann natürlich noch ein Trampelfahrrad. Wir wollen ja, dass das hübsch ist. Oh, Bäumchen. Mini-Bäumchen kaputt machen. Naja, passiert. Steuerung auf der Xbox. Ganz cool. Läuft gut. Zack. So, da bauen wir das mal. Da sieht man gleich diese Luftballons da dran. Das wird nämlich abgebaut. Man sieht ja hier, wir haben so ein paar Ressourcen, wie jetzt zum Beispiel die Bäume oder hier Stein, die Steine, die hier rumliegen. Zack, wenn wir da mal drauf gehen. Oh, jetzt haben wir die schon markiert. Aber das ist gar nicht so schlimm. Dann kann man die abbauen, ne? So. Sup. Oh, wir waren das hier, war da irgendwo. Oh, falsche Taste. So. Mal kurz nochmal in die Steuerung reinkommen hier. So, jetzt lassen wir die Milch schon mal bauen. Ein paar Dinge sind schon da. Zip. Und dann haben wir auf jeden Fall erstmal was zum Wohnen. Wie gesagt, so ein bisschen Wuselfaktor sieht man hier. Ne? Schick hier, wie die das dann bauen. Ganz cool. Der erste geht schon mal Holz hacken und da hier oben Steine. So, jetzt werden wir hier mal die Ressourcen wollen wir auch abbauen. Oh, sollen wir erstmal runterschalten hier. So. So, ich muss erstmal mal gucken. Ja, hier war's. Genau. So, das Erntewerkzeug, das werden wir jetzt mal gleich mal benutzen. Und dann machen wir uns hier mal ein bisschen Platz. Brauchen eh ein bisschen Holz. Oh, ein paar Steinchen. Wenn wir die jetzt mal abbauen. So. Draufklicken. Dann sehen wir auch hier drei Steine, ne? Die Ressourcen. Oh, lassen wir es mal weiterlaufen hier. 7 untätig. Ja, untätig ist nie gut. Deswegen schauen wir mal, was können wir denn jetzt hier mal bauen. So. Einen Wassertank. 5 Steine und so. Wasser, sehr wichtig. Eins der wichtigsten Dinge, also Nahrung, Wasser und sowas, das sind die Dinge, die hier am wichtigsten sind. Weil wir müssen nämlich je nach Binom, wo unser Omdu durchläuft, ja, trotzdem für Essen und Trinken sorgen. Und das kann teilweise durchaus schwierig sein. So, ja, Luftbrunnen. Das macht aus der Luft Wasser. Und das werden wir jetzt mal hier. Wie ist das hier? Da drüben wäre besser gewesen, ne? Egal. Wir bauen das jetzt hier einfach mal hier. Hier so dahinter. So. Wir machen mal 2. So, bauen wir das mal. Priorisieren können wir auch einfach hier so dran und dann kann ich hier mit links, rechts sagen, oh hier, das ist mir am wichtigsten. Ne, hier, 1, 2, 3 und anhalten kann man es natürlich auch. Sehen wir schon mal, 3 Sterne, 3 mal Holz, jetzt haben wir schon 9. Wunderbar. So. Uns mal hier noch ein bisschen Holz schnappen, weil das scheint nicht zu reichen. So, die kleinen Steine, die abgebaut sind, sind wirklich abgebaut. Bilden sich relativ langsam wieder nach. Aber geht natürlich, ne? Also, irgendwann schon.
So. Machen wir mal wieder ein Trampelfädchen. Wir wollen ja, dass das hier hübsch aussieht. Sup. Zack. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob man die braucht. Ich glaube nicht. Aber ja, irgendwie gehört das ja zu. Einzige Schwäche ist, ich kann, zumindest habe ich es noch nicht rausgefunden, scheinbar nicht die Kamera drehen. Das wäre eigentlich ganz cool, aber habe ich noch nicht rausgefunden. So. Mal hier nochmal den Pumpefahrt dahin. Zack. Genau. Zack. Dann brauchen wir ja Nahrung. So, wir wollen uns mal einen Bärensammler holen. Wo gibt's hier hübsch Bären? Hier unten eigentlich, ne? Ja, eigentlich hier ganz gut. Allerdings habe ich da noch... Da müssen wir erstmal noch ein paar Bäume roden hier. Mach mal die Bäume kaputt, bitte. Mach am besten den auch noch gleich weg. So. Zeit können wir mal gucken, was brauchen wir dann noch. Einen Bauernhof. Einen Bauernhof können wir mal noch bauen. Das ist auch ganz nett. Bauernhof natürlich das Ding, dass wir da Platz brauchen, um ein Feld zu machen. Hier wollten wir das Ding hinbauen, ne? Und Bauernhof natürlich wichtig. Ist natürlich nur auf Grasland, ne? Wo das wirklich gut läuft. Ja, genau. Wir machen mal hier hin. So. Hier, zack. So, errichten. Falsch. Da machen wir uns hier noch den Bärensammler hin. Okay, hier ist besser. Dann nehme ich mehr Bären mit. Kann ich noch einen runter? Ja. So. Okay. So, da wird wieder fleißig gebaut. Machen wir so ein bisschen Platz lassen. Wir brauchen hier noch ein Feld. Oh, hier gut, ne? Es regnet. Und dann sieht man hier auch. Da, hier, also wunderbar. Im grünen Bereich Luftfeuchtigkeit, ne? 150% Produktionsgeschwindigkeit. Da haben wir schon Wasser gemacht. Das ist cool. Mal runterdrehen hier. Hier fehlt uns was. Und zwar Holz. Wir brauchen Holz. Gut. Kein Problem. Check. Gibt uns Holz. So, gleich mal auch noch ein paar Steine hier ab. Gerade immer dabei sind. So. Dann sind noch ein paar untätig. So. Da bauen wir uns mal noch einen Wassertank hier hin. Zack. So. Damit wir einfach ein bisschen Reserven haben, falls es mal Trockenzeit gibt. So. Ja, einen Forschungsbaum gibt es auch. Werden wir auch gleich mal machen. Wir werden uns nämlich eine Küche forschen. Man sieht hier Kakteen und so. Wenn es mal richtig trocken ist, dann kann man da trotzdem was anpflanzen. Das ist eigentlich nicht übel. Und den Luftbrunnen, den kann man automatisieren oder effektiver machen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? So, dafür brauche ich aber einmal so ein Insight, also so ein Wissen. So, also Insight ist ja Einsicht, aber naja, so ein Wissen auf jeden Fall.
So, und hier, das ist auch cool. Man hat ja so verschiedene Bauten, wie den Mistsammler, wo man den Dung vom Onbu, also von unserem Tier, worauf wir unterwegs sind, nutzen. Ne? Das ist ganz cool. Also man hat auch Einfluss auf das Tier. Und oben rechts die grüne, die Leiste, also das Grüne um das Bild drumherum. Das ist auch die Lebensenergie. Und darunter, da sieht man ja, das ist Hunger. Ne? Und da links daneben das Gesundheitszustand und rechts. Ja, was ist das Auge? Das Auge weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Kann ich das irgendwo hier? Gucken wir mal. Das heißt, es ist Kälte. So, Neuling. Es gibt reichlich Ressourcen. Und ist resistent gegen Gift. Okay. Leichter Regen, das wissen wir. Nee, da unten kommen wir nicht hin. Gut, weiß ich jetzt nicht ganz genau, was das Rechte mit diesen. Mit dem Auge ist, weiß ich gerade gar nicht. Aber egal. So. Ah, jetzt machen wir mal kurz mal Pause. So, jetzt haben wir ja zwei Leute. Hier unten sieht man das nämlich. Die auf dem Feld arbeiten. Und dann können wir jetzt hier noch ein Feld so anlegen, was wir auch. Ups, das muss man ziehen, sehe ich gerade. Das machen wir jetzt auch. Dann legen wir mal hier so ein Feldchen an. So. Muss vielleicht ein bisschen groß. Zack. Und wir wollen Rüben. Was kann man denn da noch? Ich glaube, was anderes habe ich noch nicht, ne? Der Rest müsste man dann. Anbau und Ernte. Genau, Aufbau, Anbau. Man kann jetzt hier die Aufgaben der Leute, die hier. Also man kann die hier. Zack, zack, zack. Bis zu 5 Leuten kann man zuweisen. Wir haben jetzt 2. Das ist okay. Wir machen mal auf 3, damit die auch ein bisschen was anbauen. Und dann kann man ja sagen, ich will nur anbauen. Ich will dann, dass die ernten und anbauen. Oder nur ernten. Wir wollen aber ernten und anbauen. So. Machen wir hier gleich mal. Kann man mal gucken. So, da sieht man hier, der kommt gerade. Es ist gerade einer unterwegs. Ein Arbeiter. Und wenn der da ist, da sieht man dann auch. Ne? Ups. Oh ne, ran komm ich kurz. Da, der kommt jetzt da rein. Zack. Da ist er jetzt auch einer. Und macht auch fleißig mit, ne? Muss sagen, so diese gezeichnete Comic-Grafik gefällt mir eigentlich ganz gut. Finde ich cool. Ist knuffig. So. Okay. Die arbeiten wunderbar. Immer wenn die immer bei 100% sind, kriegen sie 3 Fässer. Man sieht, wir verbrauchen auch was, aber das passt schon. Also wir brauchen Holz. Dann müssen wir mal wieder ein bisschen was hier. So, holzt mal hier ein bisschen. So. Was hatte ich hier? Ach, der Bärensammler, der braucht auch Holz. Erstmal wichtiger, den Bärensammler fertig zu kriegen. Den machen wir höchste Priorität hier. Wegen's Essen. Ich denke zwar, dass Essen trotzdem genug da ist, aber man weiß ja nie, weil der sinkt nämlich. Wir sind nämlich hier bei 110. Gerade waren es noch 116, also es sinkt etwas. So, okay. Oh, was haben wir denn noch Schönes? Ein Minerallager. Da kann man je 30 Stück von unserem Materialien lagern. Okay, ja. So, hier noch ein Forschungsgebäude. Ach ja, wir haben ja was zum Forschen angeklickt, aber kein Forschungsgebäude. Das ist echt ziemlich doof, ne? Also bauen wir jetzt mal hier ein Forschungsgebäude. Können wir das mal hinbauen. Vielleicht eine Ecke, die nicht ganz so wichtig ist. Ja, nicht aufs Grün. Ja, jetzt fängt schon wieder an, ne? Wie will man, obwohl das passt eigentlich hier rein optisch. Ja, wir packen das hier hin. So. Okay. Dann werden wir sicherlich noch ein paar Steine brauchen. Ah, jetzt sehen wir hier im Hintergrund, ne?
Wir bewegen uns. Oh, mal gucken. Hallo, mein Kumpel. Wir gucken mal nach draußen hier. Da sieht man. Das ist jetzt hier unterwegs. Und da unten, ne? Kein Hornbläser gebaut. Ich kann also noch keinen Einfluss auf das Unbu nehmen. Aber das kann man dann später, wenn man das gebaut hat. Ist eigentlich ganz cool. Und, ach ja, der Bärensammler wurde gebaut. Steht hier. Gucken wir gleich mal hin. So. Why? Einer wird noch, kommt noch zu viel Effizienz. 31%. Okay, nicht so clever gebaut. Okay. Naja, aber es wird reichen, denke ich mal. Dass wir hier nicht gleich verhungern. Und wir brauchen schon wieder Holz. Na, komm hier. So, wir wollten auch mal nach draußen gucken. Und zwar nach ernst nach draußen. Da sehen wir hier zum Beispiel, wir sind hier gerade in einem Regengebiet, ne? Also eine Wolke über uns, da regnet. Ist natürlich gut für unsere Wasserproduktion. Wunderbar. So, hier haben wir zum Beispiel einen Steinbruch. Da könnte man irgendwann mal so einen Kundschafter hinpacken. Oder hier Siedlerruinen. Da kann man natürlich Wissen und sowas finden. Ist ganz cool. Oh, hier im Wald, wo man so Pilze und Holz und sowas finden kann. Das ist ganz cool. So, ja. Luftfeuchtigkeit erhöht, solange wir hier beim Regen sind. Und hier vorne, da können wir gerade eine Truppe Nomaden ist vor uns. Das ist cool. Weil, pennt uns auch ein Böses, ist das. Naja, das scheint zu stehen, ne? Wenn wir zu den Nomaden kommen, dann können die sich uns anschließen und zum Beispiel, ne? So, ne, doch, der läuft schon. Aber ist halt nicht so schnell, ne? So, Rüben, Hammer. Ja, man sieht nämlich nur 93 Essen. Vielleicht müsste man mal gucken, dass man hier nochmal hier vielleicht einen zweiten Sammler bauen. Nochmal einen Bärensammler. Ich glaube nämlich, das ist alles nicht so. Vielleicht hier? Ja, das könnte, ne? Ja, 40% ist. Da hätte ich vorhin drauf gucken sollen, ne? Wie diese Effizienz da überhaupt ist. 13, das ist ja richtig schlecht. Wieso 31 eigentlich, wenn ich hier? Naja, gut, wenn ich. Habe ich mehr, ne? Im Einzugsgebiet, sag ich jetzt mal. Ja, habe ich vorhin nicht so clever gebaut hier, ne? 40. Ah, hier wäre eigentlich irgendwo ganz gut. Ah, nicht schlecht für später. Das war zu weit weg. Ist das nicht übel? Aber hier oben hat man ja auch schon, glaube ich, was nicht so schlecht war. So. 40. Ja, hier 40. Okay, da kommen wir nicht hin, aber der Baum mir fällt. Aber eigentlich können wir den fällen, ne? Das machen wir auch gleich. So. Können wir hier noch so einen Sammler hinbauen, einfach um unsere Nahrung ein bisschen nach oben zu treiben. Guck mal, wie ist eigentlich in so ein Siedlo? 49. Okay. Und Wasser geht hoch. Das ist gut, mal so ein bisschen Lager schaffen. So. Ah, hier. Küche zu 9% erforscht. Wunderbar. Okay. Küche ist gut nachher. Da können wir dann auch nochmal ordentlich mit Lager hantieren. So. Mit Lager, mit Essen. Wie komme ich denn mit dem Lager, ey? Mann, 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 Mann. So.
Wir spielen übrigens über den lokalen Stream über meine Series X. Das heißt also, ich streame lokal von meiner Series X auf meinem PC und nehme das dann hier auf und einfach in der Xbox-App sagen, hier, Stream da drauf. Lässt sich einfach aufnehmen, ne? Weil da kann ich auf meinem Setup hier wunderbar das benutzen und habe trotzdem alle Spiele, die auf der Xbox laufen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, weil die einzige nativ stehende Konsole hier, also aktuelle, ist die PS5, die hier unten steht. Die Xbox ist nämlich bei mir im Wohnzimmer da oben. Aber naja, gut. So. Guck mal hier, das ist auch ganz witzig. Wenn mir hier jetzt draufklickt zum Beispiel, sieht man mich, dass es ein Onbu-Stachel ist. Das kann auch geerntet werden, aber das Vertrauen des Onbus sinkt dann, ne? Das ist nämlich so, der Onbu, also unser Tier, auf dem wir bauen hier, das hat ein gewisses Vertrauen in uns. Und wenn das zu niedrig ist, dann hört das nicht auf uns. Das heißt, wenn wir dann später diesen Hornbläser haben, dann kann man denen verschiedene Befehle geben. Und es wird es nicht folgen, wenn wir zu wenig Vertrauen haben. Eigentlich ganz cool. So, hier 200 Holz. Wie kann ich das eigentlich abbauen? Das habe ich noch nicht... Ach, solch ein angrenzendes Sägewerk. Okay. Habe ich jetzt nicht. Oh, ein bisschen hier verstellen. So, das habe ich jetzt nicht. Müsste ich, glaube ich, auch erst erforschen. So, jetzt sieht man hier, du bist auf eine kleine Truppe von Nomaden gestoßen, die eine neue Heimat suchen. Wirst du sie ins Dorf aufnehmen? So, sagen wir mal, nimmst du sie auf, schickst sie weg. Natürlich nehmen wir die auf, weil dann haben wir nämlich mehr Leute. Und zwar haben wir jetzt zwei gesunde Menschen in unser Dorf mit aufgenommen. Das ist wichtig zu wissen, gesunde Menschen, weil die können auch krank werden. Es gibt ja auch einen Arzt und so. In der Welt, wie gesagt, giftige, also Gift vorherrschend. Und da werden die Menschen halt einfach krank, ne? So. Die muss man dann nämlich sonst erstmal heilen, weil dann können die nämlich schlechter bis gar nicht irgendwas abbauen, machen, tun und so. Und kosten dann einfach nur Nahrung und so, ne? Und ist hier so der Hintergrundsound hier. Sehr chillig, oder? Naja. So, was bauen wir denn als nächstes hier? Bauernhof haben wir schon, Luftdings. Das hat man als erstes hier. Zelte. Oh, für wie viele Leute waren eigentlich Zelte? Giftresistenz für Bewohner plus 10%. Ah, okay. Ach, hier für zwei Bewohner. 2, 4, also wir haben 2, 5, 20. Wie viel haben wir? Das reicht. Okay, Zelte brauchen wir nicht noch. Da haben wir noch 4 Reserve. So. Bauen wir also was anderes. Schauen wir mal. Ein Silo, da kann man Essen lagern, ne? Ja gut, da haben wir gerade noch nicht so viel über, ehrlich gesagt. So, stellt aus Holz Bretter her. Pilze. Ein Kräutergarten. Für medizinische Zwecke, das sollte man vielleicht bei Gelegenheit mal bauen. Ich glaube, wir werden mal so einen Zimmermann bauen, so Holz und sowas. Bretter machen. Achso, hier, Mythologe ist cool, da kann man aus Pilzen Futter für das Onbu machen. Das machen wir mal auch. Muss auf einen, auf so einen Stein hier gebaut werden. Also auf diesen, weil da nämlich nur die Pilze wachsen. Ist also so ein Ding. Der Weg ist also dann relativ weit, ne? Oder wir bauen das einfach hier hin, ne? Ja, wir bauen das einfach hier und wir machen das mal so, genau. Bauen das hier hin. So, jetzt machen wir mal wuseltechnisch mal hier noch einen Trampelpfad hin. So.
Apropos Trampelfahrt. Wir haben eigentlich auch keinen, ne? Oh ja, egal. Ehrlich sagen, ich denke, dass die dann einfach nur effektiver und schneller hin und her kommen. Wissen tue ich das ehrlich gesagt nicht. Lass trotzdem aber bauen den Trampelpfad. Auch cool. So, wenn ich jetzt hier einen von unseren Siedlern anklicke, dann sehe ich da zum Beispiel Bedürfnisse, ne? Zum Beispiel Dekorationen 0 von 2. Okay. Ja. Das ist jetzt hier ein Rübensammler, ne? Also der ist bei unserem Feld hier beim Bauernhof angestellt. Ist eigentlich ganz cool. So. Haben wir hier. Uns fehlt Holz und Stein. Stein wird wahrscheinlich wirklich ein bisschen näher da. Mal ein bisschen Holz hier. Hau mal weg hier. So. Okay. So, Onbo kriegt langsam so ein bisschen Hunger. Das sieht man oben an der Anzeige. So. Komm Leute, bringt Holz. Der Trampelpfad braucht nichts, keine Ressourcen, das ist eigentlich ganz cool. So. Keine untätigen Leute, ist auch schon mal gut. Was nicht so gut ist, dass scheinbar nicht so viele Holz hacken. Naja, gut. So. Ja, weil die alle Trampelpfade bauen. Ah ja, oh, sowas muss sein, das muss ja schick aussehen, ne? Also wir brauchen schon ein bisschen Aussehen hier, das ist schon wichtig. Ja, liebe Strategen, ich würde sagen, das ist ja hier so eine kleine Schweizer Truppe, die das macht, so ein kleines Indie-Studio. Ladet die doch nochmal ein, das wäre bestimmt interessant, mal ein bisschen zu erfahren, was die alles noch vorhaben damit. Ich meine, es ist jetzt für die Xbox angekündigt, eine PlayStation-Version konnte ich jetzt noch nicht erspähen. Ja, aber auch mal interessant. Ich würde sagen, das ist auch absolut cool auf einer PlayStation wäre, würde ich sagen. Ja, warte mal, jetzt muss man hier Pilzdings anbauen. Ein Feld für Pilze diesmal. Das machen wir. Oh, jedes Mal vergesse ich das zu ziehen. So. Ja, machen wir hier. Zack. Mach du mal bitte ein kleines Pilzfeld. Weiß gar nicht, ob am Ende vielleicht die Pilze auch für andere Dinge sind, also vielleicht irgendwelche Pilze, die wir auch essen können oder so. Ich meine, Menschen können ja auch Pilze essen. So, Küche müsste schon 83%. Wäre eigentlich das, was wir als nächstes bauen würden, also ich. Zweimal. Die schmeißen hier alles hin, ne? Gibt halt kein Lager, ne? 75 Ressourcen. Ne, wir müssen noch eindeutig noch so ein Lager bauen. Und was macht denn der Arbeiterposten? Okay, einen kleinen Geschwindigkeitsbonus. Oh, das ist gut. Das ist immer gut. Mal her hier. Gucken wir mal. 5-5 kriegen wir das zusammen. Scheinbar nicht, ne? Ist nichts über, glaube ich. Ja, kein Problem. Dann schaffen wir uns das jetzt. Also wieder Holz weg hier. So, und ein paar Steine. So, und komm, auf
auf geht's. So, Nahrung geht hoch, das ist schon mal gut. Ah, jetzt. Das erste ist erforscht. Jetzt fragt er uns, was wollen wir weitermachen? Okay, ein Dorfarzt, der mit Kräutern die Dorfbewohner heilt. Ja gut, wir sind noch nicht in dem Gebiet, wo es jetzt Vergiftungen und sowas gibt. Obwohl hier, ich glaube, der Stern ist die Empfehlung. Das sollte man lieber machen. Allerdings finde ich die Kundschafterhütte ganz cool, weil dann kann ich so Expeditionen losschicken, ne, diese Kundschafter. Und aus dem umgebenden Ding kann ich dann was mit... Ne, wie habe ich das jetzt? Ach ne, die habe ich ja, Kundschafterhütte habe ich angeklickt zum Erforschen, okay. So. So, das heißt, die Küche ist fertig, ne? Ja, hier, Küche. So, verarbeitende Nahrung herstellen, finde ich genial, das machen wir. Zack. 10. Ah ja, hier haben wir schon Steinplatten und Holzbretter. Ja, das ist blöd. Das heißt, wir brauchen ja vorher noch andere. Wo war das denn? Wer hat das gebaut gehabt? Hier, Zimmermann. Wir brauchen noch einen Zimmermann und einen Steinmetz. Ja, dann basteln wir mal die hier hin. Zimmermann und einen Steinmetz. Zack, zack. Ja, Straße sparen wir uns mal so ein bisschen. Okay, Steine haben wir scheinbar genug. Holz fehlt, ne? Ja, doch, das reicht im Bauen. Trotzdem werden wir mal hier noch ein bisschen für Holz sorgen. Was fehlt denen? Den fehlt Holz, okay. Der, ja, der braucht es dann veredelt halt, ne? Okay. 107 und 504. Okay, Nahrung passt. Irgendwas ist hier mit unserem Unbu. Ach, Müdigkeit ist das mit dem Auge scheinbar. Interessant. So, was haben wir hier? Eine Anbu-Futterstelle. Das ist ganz cool. So, und wenn wir jetzt eine Expedition hätten, das wäre gut. Hier unten ist nämlich ein Dorf. Eine Siedlung. Das werden wir leider nicht mehr schaffen. Da könnte man nämlich neue Siedler rekrutieren. Das wäre ganz cool. Weil umso mehr, umso cooler und umso mehr kann man natürlich hier rumbuseln. Ist natürlich cooler, ne? So. Die bauen hier fleißig. Forschung ist gleich fertig. Der Hornbläser, okay. Ja, das finde ich witzig. Das kann man auch mal zeigen dann. So, warte mal, was? Dologe, Kräutergärtner, Kundschafterhütte, genau. Wo kann man die hinbauen? Hier oben, ne? Das war irgendwie an den Rand bauen, war das, ne? Ist ja klar, dass man den ja hinbauen muss, weil... Holzbrett und Steinplatten. Shit. Kann man das priorisieren? Ah ja, die sind jetzt fertig. Machen Holzbretter. Steinplatten. Jetzt habe ich die ja schon voll, ne? Zwei. Aha, ja. So. Oh, guck mal hier unten. Gar nicht mehr so viel Steine, ne? Ja, das ist auch so ein Ding. Weiß noch nicht, wie das ist, weil das sieht so aus, als wäre das alles endlich hier, ne? An Ressourcen. Zumindest, dass es irgendwann eine Weile braucht. Bis das alles wieder wächst.
dann könnte es echt spannend werden. Mal jetzt so kann ich ja sagen, hier mach mal Bäume platt. So, das könnte irgendwann schwierig werden. Zwei Wilzbretter, zwei, okay. Wieder zwei Bretter gemacht, die jetzt nach oben gehuselt werden. So, die sind aber eigentlich schnell unterwegs, ne? So, du pennst noch, ja, penn mal weiter, das wäre schön. Ja, vielleicht schaffen wir es noch, die Kundschafter hier irgendwo zu dem Dorf da zu schicken, das wäre gut. Und vielleicht 1, 2, 3 neue Einwohner zu kriegen. So, die Küche. Ja, genau, die Küche. Ist schon ganz gut, dass wir die dann als nächstes machen. 4 von 10. Na gut. So, und dann sieht man ja, das dauert dann schon ein bisschen, ne? Man, ich könnte eins machen. Haben wir noch zwei untätig, ja. Wir machen die Produktion mal ein bisschen hoch. Jetzt ein bisschen Reserve. 20 Steine hier. 13 Holz. Immerhin. Und 3 sind immer 1. Ne? Was könnte. Wie weit haben wir es? Ja, es könnte noch eine Weile. Mal gucken. Okay. Komm, bastelt mir bitte schnell die Kundschafterhütte. Warum ist das jetzt hier gelb, gelb, das Brett? Das ist nicht gelb. Okay, na gut. Jetzt wird das Holz langsam so ein bisschen zu neigen, ne? Hier oben wäre noch was zum Sammeln irgendwann. Okay. Oh, jetzt haben wir die Kundschafterhütte. So, einer soll dahin, ein Kundschafter. Das ist schon mal ganz gut. Oh no. Jetzt sollen sie hier weiterbauen. Ja, gute Idee. So, Weltkarte öffnen. Das machen wir. So, kein Kundschafter verfügbar. Ach, der ist noch nicht da, ne? So, sitzen wir Kundschafter? Ja, doch. Wahrscheinlich war ich zu schnell. Warum steht hier kein Kundschafter verfügbar? Ich habe doch einen Kundschafter. Hallo. Volle Anzahl Arbeiter benötigt. Okay. Jetzt müssen wir eins machen mal. Schnell anhalten hier. So, ich glaube, hier war das doch die Arbeiterverwaltung. Das ist übrigens ganz cool gemacht. Jetzt haben wir hier nämlich eine Übersicht von allen, was wir so haben. Und dann können wir natürlich sagen, okay, wir wollen jetzt den Zimmermann und den, wir wollen den Mythologen mal um einen reduzieren. Und dafür die Kundschafterhütte voll machen. Ne, da fehlte gerade einer, jetzt machen wir den voll. So, jetzt habe ich hier irgendwie gar keinen mehr. Was? Gucken, was passiert, wenn ich hier. Ne, jetzt ist voll. Okay. So. Ja, jetzt steht da. Schicke Kundschafter, ein Tag. Na, mach mal. So. Expedition los. Irgendwo musste mal. Na, mal. Schön mal pullern. Sehr gut, sehr gut. So. Nur mal ein bisschen runterwuseln hier. Da brauchen wir nochmal Holzbretter. Jo, die nehmen wir sind Steine. Ah, hier sieht man schon, ne? Fahne. Ressourcen fehlen. Das heißt, wir brauchen Holz.
Es hat nicht mehr genug Holz. Oh, mein Gott. Ja, Maussteuerung wäre hier eigentlich ganz cool. Obwohl man sagen muss, auch, das geht schon auch ganz gut. Von der Hand mit dem Controller. Ist auch schon ganz gut gemacht. Was haben wir denn hier? Oh, wir sind voll. Können das nirgendwo hinbringen. Okay. So, ja, dann, wenn das hier gebaut ist, oder? Das ist Gebäude, Gebäudemenü. Ach ja, kann man auch ins Gebäudemenü. Okay. Kräuter. Wir hatten doch hier Zimmermann mit Silo. Ein Sie. Nee, war's nicht. Wo war denn das? Ach, hier Materiallager. Wir bauen hier ein Materiallager mal. So, hier gleich. So, einmal hier hin. Einmal Material, aber bitte. Okay, 10 Holz. Holz fehlt gerade immer noch, ne? Oh, jetzt ist da was passiert. Moment. Ja. Wie komme ich denn jetzt? Ich muss zur Weltkarte oder so, ne? Ach ne, X. Okay. So, dann haben wir so. Sie sind auf eine Gruppe von Siedlern gestoßen, die eine neue Heimat suchen. Ja, ne, das machen wir doch. Dann sieht man auch, 4 Minuten 34 hat man dafür Zeit. Das läuft dann auch schön hier da ab, ne. Natürlich nehmen wir die. Und dann sehen wir 2 hungrige Menschen und 2 gesunde. Also die sind gesund, aber hungrig, ne. Das heißt, die uns nehmen uns jetzt ein bisschen Nahrung weg. Das ist aber auch nicht schlimm. Und ich glaube, das ist, weil die Expedition, ist die schon zurück? Ja, das war die Expedition, die da zurück ist. Und ehrlich, das lohnt sich. Das machen wir mal weiter. Was haben wir denn eigentlich aber hier? Einen Schrein, da kann man... Okay, übrig gebliebene, verzweifelte Überlebende. Oder Nahrung, ne? 11 Stunden... Ist ja ziemlich nah, ne? 6 Stunden. 6 Stunden ist richtig nah. Den Schrein, ne? Vergessenes Wissen. Den schicken wir mal dahin. Ist ja 6 Stunden, ne? Ist nicht so lang. Und danach gucken wir mal, ob wir vielleicht hier nochmal zu den Dörfern. Es ist ja echt cool, dass man hier viele Dörfer hat. So. Ja, hier so eine Kreuzung. Wenn man hier so einen Hornbläser hat, dann kann man den Unbu sagen, lauf links, lauf runter oder so. Und wenn du Glück hast, macht er das auch. So. Aber haben wir noch nicht. So, wir werden das ganze Ding übrigens in eine Stunde machen. Das heißt, in 12 Minuten machen wir so ein kleines Fazit. Weil ein bisschen was haben wir ja schon gesehen. So, lassen wir auch jetzt mal weiterlaufen hier. Was haben wir hier? Einer kommt, der soll einfach mal Suppe machen. Ne, Bärenmüsli. Was ist das noch eigentlich? Rübensuppe. Pilz. Oh, guck mal hier, Pilzeintopf. Ja, das ist ja gut, ne? Theoretisch sollten wir ja auch relativ viele Pilze haben, ne? Das heißt, wir können noch eine Nahrungsquelle dazu nehmen, weil wir ja diese Pilze hier haben. Ah ja, das ist cool. Ah ja, gut, hier wird jetzt abgeholt, das ist gut. So, und hier fehlt uns jetzt wieder was, nämlich Holz. Ja, man sieht schon, man ist doch schon... Oh, da ist was passiert. So, Felswald. Deinen Kundschaftern ist es gelungen, den Schrein zu finden. Aber es gibt ein Problem. Er hat hoch oben in seinen stillen Felsenwand eingebettet und scheint völlig unzugänglich zu sein. Also er ist auch oben. So, was machen wir denn? Klettern. Sicher einen anderen Weg nach oben suchen. Tja, was macht man? Also klettern ist wahrscheinlich gefährlich.
So, dann wir können noch gucken, ob es einen anderen Weg gibt. Oder wir können einfach sagen, unten ein bisschen was sammeln. Wir machen mal die Hälfte. Wir gucken mal, ob wir einen anderen Weg nach oben finden. Okay. So, ja. Guck mal, jetzt haben wir da nämlich einen Geheimgang gefunden. Und haben plus 6 Wissen gekriegt. Und das plus 6 Wissen, das ist eigentlich ganz cool. Zack. So, da sieht man nämlich hier, sind verschiedene Zahnräder dran. Und das ist, dafür brauche ich Wissen. So. Dann könnte man zum Beispiel einen Heilpilz machen. Oder hier zum Beispiel könnte man automatische Sammler machen. Und damit hätte ich dann Dorfbewohner gespart. Die müssten dann nämlich nicht im Sammler arbeiten, sondern er macht das dann automatisch. Oder ich verbessere den und erhöhe die Produktionsgeschwindigkeit. Das könnte am Ende besser sein, weil ich dann weniger Fläche brauche. Ne? Aber ich, am Anfang ist es, glaube ich, besser. Warte mal, Dünger. Was ist das eigentlich? Habe ich da noch dazu 10 Dinger? Keine Ahnung, ne? So. Anzahl Arbeiter am Gebäude um 3 erhöhen. Das ist, hilft uns jetzt noch nicht so richtig. Ich würde sagen, wir machen mal den automatischen Sammler. Zack. Dafür haben wir einmal Wissen verwendet. Jetzt werden wir uns mal hier die Weltkarte schnappen. Guck mal, hier sieht man jetzt dann Kreuz drauf. Habe ich schon erforscht, ne? Ist ganz cool. So, der läuft hier unten lang. Das heißt, der hier, der wird sich entfernen und die anderen zwei, die werde ich wahrscheinlich noch eine Weile haben. Also ein bisschen Zeit. Deswegen machen wir das mal. So, was fehlte hier nochmal? Ich glaube Holz, ne? Ich habe schon irgendwo gesagt, hier mach Holz. Nee. Ah ja, sieht man hier auf der Ecke. Wird schon ein bisschen schwierig mit dem Holz. Weil da haben wir nicht mehr so viele Bäume, ne? Hallo, den will ich. Danke. Aber wenn die hier weg sind, ist die Seite ganz schön weggegrast. Naja. So, und unsere Küche ist sehr fleißig. So, und du auch, du läufst schön, ne? Sehr cool. So, schon dreimal Pilz, aber jetzt zweimal Pilz ein Top. So. 22. Oh, da sind ja welche auf der Straße, sehe ich gerade. Das geht natürlich nicht. Da müssen wir auf jeden Fall ein paar Hütten bauen. So, da oben Hütten ist aber wegen dem Strauch ein bisschen doof. Oh, hier unten können wir noch ein Zelt hinbauen und daneben auch nochmal. Ups, jetzt war ich zu schnell. Falsche Taste. Zack. So. 20. Jetzt haben wir 24 insgesamt. Das sind 2 mehr. Ja, machen wir. Okay. So, wir sehen. Es wird immer ein bisschen komplexer. So, in unserem Lager ist allerdings überhaupt gar nichts drin, weil wir gerade überhaupt nichts über haben. Ja, so ein bisschen, ne? Steinplatten jetzt, sehe ich gerade. Ja, mal gucken. So, jetzt fehlen denen allerdings Steine, ne? Okay. Na, dann gib mir dir noch ein paar Steine. So, und dann gucken wir mal, was können wir denn noch bauen. Zack, zack. So, unten links sieht man auch immer schön hier, was passiert ist. Ist eigentlich ganz nett. So. Wassertank, Silo. Wie viel habe ich eigentlich in unserem Wassertank?
Habe ich das? Das ist voll? Nee. 100 habe ich von... Speichert 100 Wasser. Wieso ist dann nochmal 100? Kann man verbessern, hm? Das heißt Wasser... 25... 26... Okay, ne? Wir sind im feuchten Gebiet, das ist mit Wasser wahrscheinlich nicht das Problem, ne? Blöd, was ist es, wenn man dann in irgendwie eine Wüste kommt? So, automatische Sammler sind fast erkundet, das ist schon mal cool. So, Baumenü, da gucken wir mal, was gibt's noch. Gut, die Mythologen, da hat man ja, das ist hier, der uns fleißig die Pilze anbaut. Den Kräutergärtner hätten wir noch, Kundschafterhütte haben wir. Ja, fast alles gebaut, ne? Kräutergärtner, den haben wir noch nicht gebaut. Muss auf Grasboden gemacht werden. 15, 15. Robustheitmittel, okay. Ja, bauen wir mal. So. Wir können ja links und rechts was bauen, ne? Zack. Genau, links und rechts ein kleines Kräuterfeld an. Und dann passt es. So, also wir müssen die Zeit wieder vergehen lassen. So, hier sind ganz schön viele. Ist ja alle so ziemlich voll, ne? Denen fehlt Holz, oder? Ja. Ist alles schon wieder weg, das Holz? Mein Gott. Ich glaube, ich weiß, warum das Holz immer weg ist. Ich glaube, ich muss erstmal aufhören, Holzbretter zu produzieren. Hm? Ja. Das wird sein, ne? Dann mach mal eins. Mach hier mal eine Priorität drauf. Doppelte, ein bisschen höhere Priorität hier hin, dann kriegt ihr hoffentlich das Holz. So, ja, hier haben wir was. Klar, sieht dann immer. So, hungrig und gesund, alles schön. Jetzt haben wir schon 27 Siedler, sehr, sehr, sehr cool. Wahrscheinlich so ein zweischneidiges Schwert, wenn man zu viele Siedler hat. Muss man ja auch irgendwie alle... ernähren und so, ne? So. Ja, ich möchte hier bitte meine Siedler hinbauen. Ups. Ne, nicht Trampelfahrt. Oh, das war falsch. So. Zelte bitte. Falsche Taste, ne? Schön hier hin. Zack. Auch zweimal Holz produziert, das ist auch schon schön. Den haben wir auch gleich weg, der ist eben weg. So. Und Holzbretter. Ey, wir brauchen echt keine Holzbretter gerade hier. Hallo. Nee. Stopp. Nicht zum Abriss markieren. Danke. Hey, Beine abgerissen hier. Nein, hier, das hier. Ich will den deaktivieren. So rum. So, das machen wir hier, glaube ich, auch erstmal. Sonst haben wir mich auch bald keine Steine mehr. So, und im Lager müsste ja jetzt eigentlich einiges sein davon. Jeweils 8. Na, so viel ist es nicht, aber ein bisschen. Okay. So. Essen 94, okay. Geht sogar. Ach, warte mal, ja, stopp. Die sind ja schon wieder zurück, ne? Was haben wir denn da? Wir brauchen gerade ein bisschen Holz. 4 Stunden, das ist gut. So. Automatischer Sammler. Müsste doch eigentlich jetzt auf Kunden. Wo ist es?
Ausrüsten. Generalist, okay. Wo hat denn eigentlich meine Forschungshütte hingebaut? Vergessen, ey. Hier war es nicht. Tja. Gute Frage. Nächste Frage. Sammler. Tja. Wurscht. Wurst jetzt erstmal egal, denn die Stunde ist rum, sehe ich gerade. Machen wir hier Pause. Das werde ich auch abspeichern. Also eigentlich ganz nett hier, was wir gerade rumwuseln. Also ich muss sagen, macht mir wirklich eine Menge Spaß, das Spiel. Es ist ein, ja, ein entspannendes, kleines Wusel-Aufbau-Strategiespiel. Mit netten Kniffen, so mit diesen Onbu und so. Das ist irgendwie ganz lustig. Ich habe leider noch nicht das Richtige erforscht, um den Befehle und sowas zu geben. Das wird es, glaube ich, nochmal ein bisschen cooler machen, wenn ich sagen kann, hier, was weiß ich, schlaf da, geh pinkeln oder was weiß ich nicht alles. Das ist nicht schlecht, ne? Oder lauf nach links. Das ist, glaube ich, ganz cool. Die Grafik ist wirklich knuffig. Also für mich absolut ausreichend. Also ist jetzt sicherlich kein 4K High Class irgendwas, aber so diese gezeichnete Grafik gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Also ich finde es sehr schick. Ne? Also nett. Komplexität bis jetzt geht das eigentlich, würde ich sagen. Aber wenn ich sehe, wir können ja noch mal auf den Forschungsbaum hier. Wenn ich das hier unten sehe, geht ja noch weiter. Und die verschiedenen Forschungsgebiete, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht doch irgendwann relativ komplex wird. Man hat doch schon einiges zu erforschen, ne? Und dass man hier mit dem Onbu, also... Boah, was gibt's hier alles? Mann, Gott, man kann den Zucker streicheln. Oh, man kann den Onbu streicheln. Cool. Um das Vertrauen wieder zu erhöhen. Oh, das ist ja nett. Das ist ja wie so ein Haustier gleich mit, so eine Haustiersimulation gleich mit drin. Finde ich geil. Futterkatapult, auch der Hit. Mach mal den Futter und dann auf geht's. Oder hier, ne, das ist Schlafbefehl. Das kann ich dann bestimmt mit diesen Hornen oder sowas den geben. Oder Fressbefehl. Ah, okay. Ja gut, man hat ja hier diese verschiedenen drei Zustände. Schlafen, also müde, essen. Oh, der ist übrigens, glaube ich, ganz schön müde. Und was ist das letzte? Vergiftet sein? Hungrig? Ne, hungrig ist in der Mitte. Weiß ich jetzt nicht. Egal. Aber das ist, ach so, ja, und man hat ja noch die Lebensenergie. Das ist das Grüne. Das habe ich schon mal gesehen, dass das, wenn der Hunger hat, dann geht die weiter runter. Dann muss man den heilen, ne? Ist auch schon ganz gut. Also das habe ich in meinem ersten Spiel gehabt. Irgendwie hatte ich da ein blödes Gebiet, wo ich angefangen habe. Und der hatte immer die ganze Zeit Hunger. Das war ein bisschen doof. Und da hat er Schaden genommen. Keine Ahnung, was passiert, wenn der komplett so hungrig ist und keine Lebensenergie mehr hat, könnte ich mir vorstellen, dass der dann vielleicht stirbt und das Spiel so gnadenlos ist und sagt, Pech gehabt. Hast du verloren. Ne? Ist ja auch so ein Survival-Aufbau-Game. Kann ich mir gut vorstellen. Tja. Auf jeden Fall freue ich mich und guck mal, ob das am 20. vielleicht wirklich im Game Pass auftaucht. Wäre cool. Aktuell ist es spielbar, wenn man einen PC hat. Denn es gibt es für, boah, ich glaube 20 Euro oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Bei Steam. Das ist ein Schnäppchen. Also wenn ich sehe, was man dafür kriegt. Ich meine, die Stunde ist jetzt quasi verflogen. Dann, also 20 Euro. Das ist sau viel geboten. Muss ich schon sagen. Das ist cool. Ja. Das ist mein kleines Fazit.
Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir auf jeden Fall sehr. Ich habe meinen Spaß mit der Demo. Es gibt noch viele andere Demos und ich werde auch noch ein paar anzocken. Und ich denke, da werde ich noch ein oder zwei hier auf dem Kanal stellen. Also wer Interesse hat, der klickt einfach mal rein. Und sonst Kommentare, Abos und sowas, da freue ich mich oder wir allgemein uns alle drüber. Und sowieso, auch wenn er vielleicht nichts zu schreiben hat, so ein Ding im Kommentarfeld oder sowas, hilft halt, ne? Also für den Algorithmus ist das immer geil und Daumen hoch ja sowieso immer, ne? Deswegen, ja, Zuckerdaumen runter hilft. Also falls es euch nicht gefällt, auch wenn wir uns da natürlich nicht so freuen, dann, tja, dann halt das, ne? Obwohl es besser wäre, da einen Kommentar zu schreiben, was euch nicht gefällt, dann können wir es nämlich verbessern. Aber naja. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Euer Game Demon. Tschüss.